Eli, shelo igamer leolam. In ganz Europa sind die jüdischen Friedhöfe oft in einem schlechten Zustand und bieten weder jenen, die dort begraben sind, eine würdige Ruhestätte, noch denen, die diese als Hinterbliebene oft besuchen, einen angemessenen Rahmen für ihr Gedenken. In Klagenfurt wurde dies nun geändert, mit dem klaren Ziel, dass man natürlich auch diesen Friedhof so präsentiert, wie er sich präsentieren sollte, nämlich dass es einen Anblick auch hat, der es würdig ist für diese Stadt. Und die Menschen, die hier begraben sind, sind ja 24 Abwehrkämpfer zum Beispiel auch dabei, das wissen ja die meisten nicht. Verändert hat sich hier in den letzten Monaten einiges. Es ist die gesamte Außenmauer saniert worden. Es ist ein Becken für Wasser errichtet worden. Das gesamte Eingangsportal ist neu geschaffen worden und wirklich in einer würdigen Form, sehr schönen Form ausgestaltet worden. Und wir haben die Gedenktafel an der Außenmauer des jüdischen Friedhofes bekommen. Die Symbolkraft der Initiative steht außer Frage, gilt der Friedhof im jüdischen Glauben doch als besonders heiliger Ort. Ein jüdischer Friedhof hat bestimmte Besonderheiten. Insofern, als hier die Gräber den Toten gehören und die Totenruhe auf einem jüdischen Friedhof heilig ist. Wenn dieser Ort in Vergessenheit gerät, geht eben ein Stück Zivilisation und ein Stück Kultur verloren. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wurde auch das unter Denkmalschutz stehende Grab der Familie Preis restauriert. In diesem Grab ist mein Großvater begraben und eine Tante von mir, die gestorben sind aufgrund ihres Alters und Krankheit. Der Stein zeigt aber auch 5 Namen, Familienmitglieder, die nach Theresienstadt deportiert wurden und in Auschwitz ermordet wurden. Und dem zu gedenken, sind wir auch heute hier. Besonders für jene, die das Grauen des Nationalsozialismus selbst miterleben mussten, sind Freude und Genugtuung über eine angemessene Ruhestätte für die jüdischen Mitbürger groß. Wir haben an diesem Tag aber noch eine ganz, ganz besondere Aufwertung von 2 Menschen, 2 Personen, die die Wichtigkeit dieser Veranstaltung unterstreichen. Der Erste, der angefangen hat, einen Friedhof zu restaurieren, das ist nicht Eitelkeit von mir, das war ich in Salzburg. Und ich hatte bis jetzt das Gefühl, ich habe den schönsten, den saubersten Friedhof, jüdischen Friedhof in Europa. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, hier wo ich stehe, das ist jetzt das Schönere. Eli, shelo igamer leolam, hachol vehayam, vishu shel hamayim, berak hashamayim, tfilat Hachol v'hayam Rishu shel hamayim Berak hashamayim Tfilat adam Eli, Eli Shelo Shamayim tfilat adam ha
Jesus el Hamaim, Merakas Hamaim.